Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video mag ich mit dir mein persönliches Fazit teilen als Gruppenleiterin. Und dazu freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Und ja, mag einfach ein paar Punkte mit dir teilen, die mir jetzt im Rückblick vor allen Dingen nochmal so richtig bewusst werden und die ich finde sehr wertvoll sind. Und vielleicht interessiert dich das ja auch. Wenn du das ehrlich mitteilen praktizierst, überlegst, eine Gruppe zu gründen, zu leiten und was es vielleicht mit dir machen könnte. Herzlich willkommen also. Und ich merke, mag gleich zum Einstieg mal sagen, also ich habe vor etwa wirklich gut 2 Jahren meine ersten Gruppen begonnen zu leiten, habe also jetzt als Erfahrung als Gruppenleiterin im ehrlichen Mitteilen nach Gopal für gut 2 Jahre. Ich hatte insgesamt, ich habe noch mal zurückgeschaut, insgesamt 6 verschiedene Gruppen, ja, unterschiedlich lang, nicht alle durchgehend, maximal 4 parallel, aber auch das nur kurz. Und das waren Gruppen online, aber auch in Präsenz, ja. Also aus diesem Erfahrungsschatz kann ich jetzt schöpfen und mit dir meine Erfahrungen teilen. Und das mag ich gerne. Ich mag vorher noch starten mit meinem Antrieb, ja. Was war mein Antrieb, überhaupt die Gruppen zu machen und zu gründen und zu leiten? Ich bin mir sicher, in mir war das die tiefe Neugier und auch die Sehnsucht nach tiefem Kontakt, ja, nach Verbindung. Das kennst du bestimmt. Und ich weiß, dass das sogar ganz streng genommen auch ein Kompensieren und Ausagieren sein könnte, ja. Und trotzdem war es so, und ich mag es einfach mit dir ehrlich teilen. Also, es ist quasi einerseits diese tiefe Sehnsucht nach engem Kontakt, nach tiefem Kontakt, nach Verbindung. Und zugleich war es auch der, ich wollte mal ausprobieren, was ist wirklich wichtig, also möglich, ja. Ich wollte wissen, was für einen Einfluss habe ich? Was ist quasi, wo kann ich mitgestalten, wie viel auch? Und ich wollte auch eben in meine eigene Macht kommen, noch mehr, die überhaupt zu spüren, in meine Schöpfermacht. Und das immer nicht ausgerichtet auf eben auf Kosten von anderen, sondern immer darauf ausgerichtet zum höchsten Wohle aller. Und natürlich wollte ich auch noch mehr erkunden, wie so ein Kind wahrscheinlich, einfach welche Möglichkeiten gibt es, welche Fähigkeiten sitzen dann auch ganz tief verborgen in mir und auch welche Werte habe ich wirklich, ja, wenn es sozusagen in tieferen Kontakt geht und auch welche Bedürfnisse, die mir vielleicht überhaupt noch nicht bewusst sind. Auch wie komme ich mit meinen Grenzen klar, finde ich auch ein sehr kollektiv wichtiges aktuelles Thema immer wieder. Und wie offen kann ich wirklich sein? Ja, und für mich war immer so, oder ist das auch wichtig, dass es immer so eine Art Sinn gibt. Ja, ich möchte einfach mein Leben verbringen, jeden Tag, dass ich das Gefühl habe, der Tag macht einen Unterschied und er war nicht umsonst sozusagen. Also, dass ich quasi wirklich im Sinne meiner Aufgabe hier lebe. Das ist für mich sozusagen Sinnhaftigkeit, dass ich also für mich diene, in meine Form, also in meinen Selbstausdruck immer mehr komme und dann auch natürlich diene für andere. Und das zugleich also auch immer so ein Geben, ohne mich zu übergeben. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wirklich so dieses, wie viel kann ich geben und wie viel habe ich überhaupt zu geben? Habe ich überhaupt was zu geben? Ja, genau. Und das zu erforschen. Also einen Forscherdrang vielleicht auch. Jetzt möchte ich also auch gleich endlich zu den Lernerfahrungen kommen, zu meinen Lernerfahrungen. Und da habe ich dir meine größten 8, die mir jetzt bewusst geworden sind, mitgebracht. Also gleich den allerersten. Das heißt, ich habe gelernt, im Kontakt zu sein mit anderen. Ich habe wirklich gelernt, natürlich noch mal mehr im Kontakt zu sein mit anderen, mit wirklich diversen Menschen. Und das auch in einem engeren Kontakt. Also ich habe ja mitgeteilt, ich habe immer mitgemacht, klar. Auch mich mitgeteilt mit meinen Gefühlen, Körperempfindungen und Gedanken. Und diesen regelmäßigen Kontakt auch, ja, und näheren Kontakt zu sein mit anderen, das nicht nur auszuhalten, zu überleben, sondern bis hin auch zu genießen und als fruchtbar und nährend zu empfinden. Dann Nummer 2, Learning Nummer 2, Kontakt mit mir. Ja, wenn ich im Kontakt bin mit anderen, heißt das natürlich, ich muss auch im Kontakt sein mit mir, also das ist dann, wird es quasi erst ganz. Das ist so für mich auch die Essenz des ehrlichen Mitteilens, habe ich schon in anderen Videos auch erwähnt, dass beides geht zur selben Zeit. Und viele von uns haben so eine, irgendwie noch so eine tiefe Traumatisierung oder Glaubenssätze, wo immer nur eins, ja, entweder oder ging. Es geht beides, ich kann mit mir im Kontakt sein und mit dem Gegenüber. Und als Teilnehmerin natürlich beim ehrlichen Mitteilen in all meinen Gruppen war ich auch gefordert und herausgefordert, meinen Platz in der Gruppe zu finden, wirklich meinen, ja, weil dort der einzigartig ist, also damit auch meine innere Klarheit, also mein Geerdetsein, meine Stabilität und eben, wie gesagt, den Kontakt zu mir selbst im Hier und Jetzt. Nummer 3, in
Führung zu gehen. Und das in einer Gruppe, manchmal auch im 1 zu 1 natürlich, aber auch in der Gruppe natürlich in Führung zu gehen, als Gruppenleiterin schon Verantwortung zu übernehmen, für mich sowieso und aber auch für diesen Raum ein Stück weit. Ja, das war mir einfach ein Anliegen, dass mir das natürlich wichtig ist, dass wir uns an die EM-Regeln halten, ja, und damit auch alles andere, dass es ein sicherer Raum sein kann. Also auch, das war so mein persönliches Empfinden, dass ich auch eine Stabilität sein kann, auch ein Anker somit, vielleicht für andere, die das gerade noch ab und zu brauchen, ja, als Stabilität. Und das sind so dieses in Führung gehendes Männliche, die männlichen Qualitäten und zugleich aber auch dann. Und da wird es wieder ganzheitlich, dieses Weibliche, ja, also auch zu empfangen und Raum zu geben, ja, also wieder das Nest zu bereiten und zu sagen, ist es alles da und zu warten, bis eben dann die Teilnehmer sich wirklich auch in ihrem Rhythmus auf ihre Art und Weise entwickeln und Raum geben, so wie es eben möglich und nötig ist und zum höchsten besten Wohle aller. Genau. Nummer 4. Jetzt kannst du sehen, Zentrierung, die Zentrierung. Das ist ein so wichtiger Punkt, finde ich, in unserer heutigen Zeit schon immer und jetzt vielleicht besonders. Zentrierung bedeutet für mich, dass ich in meinem Zentrum, in meiner Mitte bin und das heißt dort, wo mein Herz schlägt. Ja, und das geht vor, also eigentlich erst das, dann, ja, ist sozusagen dieses Zentrum, die Stabilität im Inneren, wenn ich nach unten gut geerdet bin. Wenn meine Wurzeln stark sind, wenn ich nach oben gehimmelt bin, angebunden bin, ja, wie Goethe sagt, es braucht Wurzeln und Flügel, ja, also auch nicht nur für unsere Kinder, für uns selbst genauso. Dann eben angebunden bin und dieses Torusfeld, das hast du bestimmt schon mal gehört, ja, in unserem Herzen noch mehr zum Tragen kommen kann, also wirklich aktiviert wird und weiter sich ausdehnt und vergrößert sich. Und das ist spürbar natürlich in einer ja, in einer wunderschönen Präsenz, auch in der Stabilität, die über Worte hinausreicht. Das kennst du vielleicht. Also diese Zentrierung und das auch durch den Alltag hin, also im Alltag auch, nicht nur in den Gruppen, aber dort als ein intensives Übungsfeld sozusagen. Ich habe lernen dürfen als fünfte Qualität oder Fähigkeit Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, also Aufmerksamkeit ist auch eines der wichtigsten Dinge und gerade in unserer digitalen Zeit heute ist die Aufmerksamkeitsspanne ja nicht mehr so groß. Sie wird eher kleiner, schon bei unseren Kindern. Und deshalb ist das so essentiell, das auch zu schulen, zu üben, uns dem ein Stück weit immer wieder auszusetzen, aus der Komfortzone rauszukommen, wie das sich anfühlt, wirklich sich zu konzentrieren, zu fokussieren, ausgerichtet zu sein, innerlich präsent, stabil und aus der Liebe heraus in Führung zu gehen. Und dazu gehörte auch als Gruppenleiterin manchmal eben auch Grenzen zu setzen oder eben sie zu kommunizieren, ja. Wenn jemand, weiß ich nicht, dann von Level 1 auf Level 2 zum Beispiel gegangen ist aus Versehen oder jemand irgendwelche anderen Punkte weit einbringen wollte, die aber beim EM in diesem Rahmen gar nicht Raum und Platz haben, sondern eher Ablenken oder Kompensation wären, Strategien, ja, wieder aus dem Kontakt rauszugehen. Das heißt, wirklich diese Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Und in dem Falle waren es ja wirklich über mindestens 1,5 Stunden spielerisch und freudvoll im Fokus zu sein. Und das, ich weiß, am Anfang fiel mir das nicht so leicht, aber am Ende war es für mich überhaupt kein Problem. Und das ist auch so spannend, weil da spielen nochmal richtig rein diese Wellen, die Gehirnwellen und ja, also die Alpha-Wellen und die Theta-Wellen, die wirklich für dann da sind, wenn wir in Kreativität sind, wenn wir im Flow sind, in der Freude, wenn es leicht ist, wenn wir Impulse empfangen. Ja, und das wird immer mehr zurückgedrängt, weil wir viel mehr auch in unserer heutigen Welt hier oben das Kreiseln der Gedanken wahrnehmen und dann immer in diesem ja, in analytischen Verstand sind, sozusagen auch immer diesen Beta-Wellen, was auf Dauer allerdings eben einfach unser ganzes System chronisch überlastet, weil das dann nicht wirklich sich entspannen kann. Und das lernen wir beim EM also auch. Ich finde es unglaublich, was es da so für viele Qualitäten gibt, die wir lernen dabei unterwegs, ja, auch unbewusst. Nummer 6, intuitive Klarheit oder Intuition und Klarheit ist mein Punkt, der mir kam. Nämlich habe ich gelernt, als Gruppenleiterin auch zu schauen, immer, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig im Hier und Jetzt? Was ist jetzt wirklich wichtig? Also klare Prioritäten zu setzen.
und danach zu agieren, zum höchsten Wohle aller. Mich nicht ablenken zu lassen von, oh, der eine hat jetzt irgendwie niest mal kurz und der eine hat dies, sondern okay, nee, lass uns zurückkommen, das ist jetzt gerade unser, der rote Faden, ja, den zu behalten die ganze Zeit. Und wenn es drauf ankam, auch in Millisekunden, vielleicht Sekunden, diese intuitive Klarheit abrufen zu können und dann danach in Aktion zu gehen, nicht Reaktion, in Aktion zu gehen, bewusst. Ein Beispiel wäre eben zu korrigieren. Ist es jetzt notwendig zu korrigieren bei demjenigen oder nicht? Ist es Grauzone? Ja, wie viel mute ich dem anderen zu? Was sagt der Raum gerade? Wie kleinlich will ich sein? Ja, also so viele Abwägungen, Entscheidungen zu treffen. Wie geht es gerade? Was ist hier gerade für eine Luft in dem Raum? Ja, also auch die Bedingungen im Raum. Welches Licht brauchen wir? Sind die Teilnehmer alle müde? Müssen wir vielleicht kurz einen Moment Stille? Was braucht es, ja, das zu führen? Aber auch bin ich in mir noch verankert und zugleich den Raum wahrzunehmen. Also meine Mitmenschen, ja, sozusagen auch, sind alle wach, sozusagen präsent. Wie, in welchem Zustand sind die? Jeder ist hier sozusagen jeder Teilnehmer, das auch so im Blick zu behalten und gegebenenfalls auch anzusprechen aus dieser intuitiven Klarheit heraus. Ja, das war Nummer 6. Nummer 7. Übersinnliche Wahrnehmung. Das klingt jetzt vielleicht gleich so ganz groß, aber damit meine ich ganz simpel, den Raum wahrzunehmen. Das habe ich gemerkt, dass das irgendwie im Prozess kam, nämlich dass ich nicht nur mehr nur mich selbst wahrnehme, nicht mehr nur die eine Person, die sich gerade mitteilt und auch irgendwann natürlich alle anderen im Raum, sondern auch sozusagen die Energie im Raum, kannst du sagen, und die zu spüren und gegebenenfalls auch zu führen, in dem Maße, wie es möglich ist und natürlich auch da nützlich für alle. Also auch da wieder diese Wahrnehmung zu erweitern im Raum, in dem Moment. Ja, also über meine Sinne hinaus, über 5 Sinne hinaus. Okay, der letzte Punkt, Nummer 8, ist das Vertrauen. Ich habe noch mehr Vertrauen in das Leben gewonnen, geschenkt bekommen, das kann ich so sagen, dass quasi alles, dieses Vertrauen, dass alles, was sich zeigt, was an die Oberfläche kommt, beim Mitteilen, ob bei mir oder bei einem anderen, ja, ob jetzt beim EM oder im Leben an sich genau richtig ist, ja, dass das auch sogar machbar ist, dass das Leben uns genau das schickt, was wir fähig sind zu handeln. Und dass das Ganze auch Teil einer viel größeren göttlichen Perspektive ist. Das ist für mich so auf jeden Fall. Und dieses eben in diesem Urvertrauen wieder mehr und mehr einfach zu sein, dass im Kern jeder genau richtig ist. Auch ich. Auch du. Und dass wir, ja, dieses Gottvertrauen wieder zu spüren, wahrhaftig zu spüren in meinem Alltag, dass wir geführt sind, ja, dass wir beschützt sind und im Einklang mit einer viel größeren Kraft als nur mit mir selbst oder mit meinem Gegenüber. Also, dass diese göttliche Perspektive immer da ist, auch wenn ich im Hier und Jetzt sie gerade vielleicht nicht sehen kann, nicht immer sehen kann. Sie ist immer da. Also wirklich dieses Vertrauen in das Leben, in die Liebe statt in die Angstmatrix. Wie Sandra Weber so schön sagt, und dass ich fähig bin, meine Frequenz zu wählen. Ja, dass ich also auch mit anderen dadurch zur Resonanz gehe. Ja, dass ich dann auch die Manifestation, die ich mir wirklich von Herzen wünsche, in der Tiefe und mir entsprechend auch dann erst kommen können. Und das tun sie dann auch. Ich kann noch kurz ein paar Beispiele nennen von, sagen wir, Manifestationen von Liebe, die mir entgegengebracht wurden in der Zeit. Als Gruppenleiterin nämlich natürlich Geschenke, ja, also immateriell, auch materiell von den Teilnehmern, eure Aufmerksamkeit, ja, eure Unterstützung, in welcher Form auch immer, was ihr geben konntet, was ihr geben wolltet, eure Wertschätzung, auch euer Vertrauen, eure Worte der Liebe, ja, ob schriftlich oder mündlich, auch nonverbal, auch die Weiterempfehlung, ja, dass ihr den, diesen Energiefluss weiterfließend habt, dass das Feld größer wird, so, indem wir alle mitwirken. Auch Einladung, die ich bekommen durfte von euch, und natürlich wertvolles Feedback, was mir wiederum geholfen hat, auch mich weiterzuentwickeln und auch unsere Zeit zusammen beim ehrlichen Mitteilen in den lokalen Gruppen. Und nicht zuletzt nochmal auch für das Teilhaben an euren inneren Prozessen. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich bin unendlich glücklich für all diese, also über all diese Erfahrungen und möchte noch kurz mit einem Fazit schließen. Mein Fazit. Die Zeit als Gruppenleiterin, die Zeit oder die Qualitäten, einfach alles sozusagen war und ist für mich unbezahlbar. Es ist quasi ein selbst finanziertes Coaching, intensives, also wirklich ein unbeschreiblich intensives Lern- und Wachstumsfeld. Und vielleicht ist das von außen gar nicht immer so klar sichtbar, auch für mich selbst
vieles erst jetzt im Rückblick nochmal mehr klarer, was das eigentlich alles mit mir gemacht hat, indem ich es jetzt auch mit dir teilen darf und in Worte fassen kann, mir bewusst wird. Und ich kann nochmal sagen, ganz konkret als Beispiel, mag das einfach mit euch teilen hier, als ich meine Gruppen beendet habe, auch dann an demselben Tag, konnte ich wirklich spürbar dieses Loslassen fühlen, auch in meinem Körper auf allen Ebenen. Also es war ein körperliches Zittern da, wirklich wie so ein, wie das TRE, also dieser Stress, auch so eine Anspannung sich entladen konnte durch ein Zittern, was ich zugelassen habe und dadurch auch mehr wirklich Entspannung im Körper eintreten konnte. Es war auch ein Weinen da, ich habe auch darum getrauert, auch eine Traurigkeit war da, aber auch eine Freude und ein tiefes Gefühl von Erleichterung, auch von Befreiung sogar und Frieden. Und Gedanken waren da gar nicht so vorrangig. Die teile ich jetzt gerade mit euch ja als Reflexion und möchte einfach nur sagen, ja, es war und ist ein Loslassen von einer bestimmten gelenkten Energie, die ich dafür genau genutzt habe, Gruppenleiterin zu sein, zu wählen damit. Da ist auch ein Stück weit vielleicht auch mal eine Wut gewesen und ist es vielleicht noch, weiß ich nicht. Nee, eigentlich weiß ich nicht. Gerade kann ich sagen, ist es nicht, aber eben so ein Commitment, wirklich mir selbst gegenüber diesen Raum sicher, präsent und konstant zu halten, diese Verantwortung, die ich gewählt habe, als Rolle, ja, in diese Rolle zu gehen und auch manchmal Angriffs- und Projektionsfläche zu sein. Und sehr vereinzelt war das auch sehr, sehr intensiv und hat mich auch viel gelehrt, kann ich so sagen an der Stelle. Also, vielen Dank. Ich verabschiede mich in diesem Video und auch ja, von den lokalen Gruppen in dem Rahmen jetzt mehr. Könntest du noch in diesem anderen Video von mir, warum ich meine lokalen Gruppen beende? Und es ist einfach so, ja, es ist eine bestimmte Lernphase für mich jetzt vollbracht im Kern und neue Lernfelder warten auf mich mit einer größeren Lernamplitude für mich persönlich, ohne Wertung für alle, einfach für mich aus meiner Perspektive. Und damit auch natürlich nochmal ein größeres Wachstum, auch wieder so eine Erkundungs- und Spielfreude, die da aufkeimen. Und das tiefe intrinsische Bedürfnis nach Wachstum, nach Entwicklung auch, meiner Aufgabe und dem Sinn, warum ich hier bin. Und zum Abschluss noch, wenn du magst, wenn du weiter erfahren magst, wie es weitergeht sozusagen, dann natürlich abonniere gerne den Kanal oder meine anderen Kanäle, den Telegram-Kanal. Zum Beispiel oder mein Newsletter, das Herz schreiben, kommentiere gerne hier. Ich mag voll gerne mit euch im Austausch sein, auch wenn du eine Frage hast. Ich bemühe mich und habe Lust, auch Fragen zu beantworten, mit euch ja irgendwie weiterzugehen. Und oder du kommst zu einem EM-Mentoring online, ob 1:1 oder in der kleinen Gruppe. Das liebe ich, macht mir große Freude. Oder wenn du lieber in Präsenz sein magst, dann vielleicht ein Workshop in Dresden zum ähnlichen Mitteilen für Einsteiger und auch Fortgeschrittene, oder wir sehen uns zu einem Retreat zum ehrlichen Mitteilen in diesem Jahr 2024 auf Kreta. Sehr gerne im Herbst. Dankeschön. Alles Liebe, Anna.